Guten Morgen. Ich habe heute früh angefangen und habe ein bisschen mehr Zeit. Ich habe mein Brot auch schon fertig. Also ich habe meine Essenstasche gepackt. Ja. So, und wir können jetzt in aller Ruhe 1, 2, 3, 4, 17 neue Sachen ausprobieren. Die erste Sache habe ich schon ausprobiert. Und zwar, das ist die Bambi Eyes Mascara. Und die ist, ich finde, dass das eine zum Aufbauen ist, aber ich muss ja auch Volumen aufbauen. Nicht länger, aber Volumen. Und das macht die ganz gut. Ich mag auch das Bürstchen. Und die Farbe gefällt mir auch. Also die ist, ich empfinde die als ziemlich matt schwarz. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden und bis jetzt brennen meine Augen auch nicht. Also finden wir gut. Finden wir gut. Ich habe Yumi mich selber angemacht. Also das lange Video vom Valentinstag von gestern. Die hat mich heute Morgen auch schon, also heute Nacht hat sie einmal um, weiß nicht, 4:30 oder so, war sie der Meinung, dass sie irgendwie mal Bescheid sagen muss. Dass ich da jetzt also irgendwie mal in Aktion treten soll, was wusste sie selber nicht, aber irgendwas sollte passieren. Das ist jetzt wieder das Marshmallow-Puder zum Lidschatten-Setten. Dafür finde ich das echt prima. Muss ich mal sagen. Wir beide kommen echt gut miteinander klar. So. Vorbereitet. Ich habe mich schon gefragt, warum ich hier immer so schnell bin. Ja, Mascara und Augenbrauen dauert bei mir echt lange. Also, weil ich mir dabei einfach auch echt Zeit lasse. Und, naja. Ich bin noch nicht ganz... Also, ich bin irgendwie schon wach, aber so ganz... Also, ich habe das Gefühl, ich war schon wacher. Ich habe gestern Abend vorm Schlafengehen diese Garnier-Tuchmaske, die man abends benutzen soll, habe ich aufgemacht. Und da steht ja 15 Minuten. Ich hatte die locker 30, 35 Minuten drauf. Das war überhaupt kein Problem. Die war dann auch immer noch durchtränkt. Also da ist ordentlich was drin. Und ja, dann später Creme drüber und fühlt sich ganz gut an. Ich möchte jetzt heute Morgen die hier benutzen. Das ist die Amazing Crimson Edition. Oh, war ja die Katze. Das war klar. Bis gleich. Das war überhaupt nicht die Katze, die pennt. Naja, was ich sagen wollte, die hier möchte ich benutzen. Das ist die Crimson Edition von Manhattan. Das sind, die habe ich auch im gestrigen Video komplett durchgeswatcht. Das ist die hier. Und ich habe heute, was habe ich denn an? Leopardenmuster, aber ne, es ist nicht Leopard, es ist Gepard, glaube ich. Aber in kühl, also das ist nicht gelbbraun, sondern so grau. Dann habe ich Cthulhu an und irgendwie ein rotes, also es ist schon wieder ein kreativer Mix, aber ich denke, dass die hier dazu ganz gut passen könnte und dann probieren wir das auch einfach mal aus. Ich nehme mir von Lene Brushes den Fluffy Crease und dann gucken wir auch mal. Und der erste, der einen natürlich anspringt, die Anordnung ist auch irgendwie schräg, naja. Der erste, der einen dafür anspringt, ist natürlich der hier. Das ist ein matter. Der ist so weich. Ich lege den Pinsel da wirklich nur drauf. Und man sieht, dass da ein Pinsel drin war. Dann gucken wir nochmal. Ja. Passiert auch sofort was. Also ich hatte die gestern beim Swatchen ja schon in Verdacht, dass das keine Swatch-Milch, sondern Pinsel-Milch-Lidschatten sind. Und... Boah, bei dem hier lag ich schon mal richtig, aber ich habe ja noch 11 andere Fälle, bei denen ich falsch liegen kann. Das ist echt eine der wenigen Paletten, wo nicht draufsteht, wie viele Farben das sind. Das ist übrigens die Nummer 9. Es gibt anscheinend noch andere. Naja, das ist echt abgefahren.
Der ist rötlich, ne? Also ich finde, hier sieht er gar nicht so rötlich aus, aber ist er. Der Pinsel war auch einigermaßen sauber. Daran lag das jetzt nicht. Naja, machen wir uns den noch an unteren Wimpernkranz? Erstmal ja. Klein hier von Essence. Tati hat die Essence-Pinsel in ihrem letzten 5-Dollar-Video, wie auch immer, gelobt. Ich habe das Video nicht ganz geguckt, weil es ehrlich gesagt über die Hälfte des Videos macht sie, ich meine, das kann sie ja auch machen, das ist ja ihr Ding, macht sie Werbung für ihre eigene Marke. Und ich habe gedacht, ich gucke mir das einfach mal an und lasse das da einmal durchlaufen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so nach 10, 12 Minuten sagt der Herr Unfug dann auch so, läuft das da jetzt durch oder nicht? Guten Morgen. Naja, er meinte dann halt einfach nur so, wann geht das denn jetzt los? Und er hatte auch vollkommen recht, das hat echt gedauert. So, wir haben den Rahmen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich möchte ja sowas hier machen, ne? So ein bäriges Rot. Ich glaube, ich möchte aber den hier. Das war der, der sich auch nicht so gut hat. Also, der wollte lieber am Finger bleiben. Also wir haben ein bisschen Fallout, aber nicht viel. Das ist eine geile Farbe. Die, also hier hat sie so minimale Schimmerpartikel. Aber am Auge, also so auf, also mein Spiegel ist halt ungefähr da, wo die Kamera ist. Also sehen kann ich das nicht, wobei ich bin ja Brillenträger, nicht wahr? Also manchmal ist das nicht so, dann nicht so ganz hundertprozentig akkurat. Wenn ich mir den Spiegel hier hinhalte und zum Fenster rausgucke, ist das akkurater. Mehr akkurat. Möchte man sagen. Wie gesagt, also das war so ein Kandidat, der hat sich halt echt, wenn ich mich richtig erinnere, nicht gut swatchen lassen. Aber es ist einfach, weil er sich am Finger festgehalten hat und nicht auf die Hand wollte. Sag mal. Also klar, wir müssen die Kante noch ausblenden, aber da irgendwo ein Krümel. Moment. Das ist eine geile Farbe. Ich sag ja immer, es gibt so Farben, dafür lohnt sich dann gleich die ganze Palette. Das ist so einer. Ich weiß gar nicht, gibt es die noch? Ich habe das nicht nachgeguckt. Bin da so ein bisschen ignorant. Jetzt habe ich sie ja jetzt was. Ob die jetzt noch verfügbar ist oder nicht, das weiß ich ja nicht. Sag mal. Mini-Fussel irgendwo. Naja. Der wird sich schon noch zeigen. So, dann machen wir das andere Auge auch noch. So geil, beim ersten Auge gehe ich immer so ganz vorsichtig ran, beim zweiten. Hier war ich vorsichtig und hatte Fallout. Hier habe ich gar keinen Fallout. Also wirklich null bis jetzt. Abgefahren. Ja, Pizzi muss heute, also das Kätzchen muss heute ohne mich auskommen. Zumindest bis heute Abend. Aber ich habe Svenny gefragt, ob sie ab und zu mal nach ihr gucken kann. Die schläft natürlich auch viel. Ich meine, ist eine alte Frau, ne? Kranke alte Frau, aber
ab und zu mal muss da schon mal einer nach ihr gucken. Also so ganz alleine geht das halt einfach alles nicht mehr. Wir haben, das habe ich in den Instagram-Stories gepostet, weil das einfach, das war zu niedlich. Wir haben richtig, also für andere, ich weiß nicht, also wenn man keine Katzen hat und auch nicht so eine alte oder irgendwie sowas, wenn es denen nicht gut geht, also was sie natürlich, also richtig schlimm ist, wenn sie auf uns fressen, ist ja klar, aber die hören halt auch einfach irgendwann, also allein schon aufgrund des Alters, irgendwann hören sie halt auch auf zu spielen, im Normalfall. Weil das dann einfach, klar, das ist anstrengend und warum sollte man das tun und, ne? Und wir haben also gestern stundenlang, also gefühlt stundenlang, Bändchen gespielt. Ich musste das hinwerfen, dann musste da eine Wolldecke drüber und dann musste das so unter der Wolldecke durchgezogen werden. Also das habe ich bald eine halbe Stunde am Stück gemacht bei der ersten Session sozusagen. Und also, die hatte einen Spaß und also obwohl sie ja humpelt wegen des Tumors, einfach weil das ihre Bewegungsfähigkeit so ein bisschen einschränkt, das Ding, da wurde hier richtig dieser Mäusefangsprung gemacht, den machen Füchse und Hunde auch. Und also sowas Niedliches, und ich habe das halt zwischendurch gefilmt und bei Instagram in die Stories gepackt, weil ich das so süß fand und mich so gefreut habe, weil das so zeigt, wie gut es ihr gerade geht. Trotz dieses scheiß Zellhaufen-Monsters, was ihr da wächst. Das, ja. Weil man ja zwischendurch, wenn sie so viel schlafen und so, man fragt sich ja doch, mache ich jetzt gerade das Richtige? Ziehe ich es unnötig in die Länge? Ne? Also jeder, der schon mal ein Viech einschläfern musste, der weiß, wovon ich rede. Aber also wenn jemand so drauf ist, das war schon okay. Und klar kann sie auch mal schlechtere Tage haben, aber so grundsätzlich läuft hier gerade nicht viel verkehrt. Bin ich sehr froh drüber. Naja, und auch dieses überhaupt nicht Gleichgültige, dieses mich morgens wecken und mal Ansage machen, dass das jetzt hier aber auch mal losgehen soll mit Frühstück und mit Aufmerksamkeit. Und das, ich denke nicht, dass das schlechte Zeichen sind. Also ausblenden lassen die sich vollkommen problemlos. Man könnte sie vermutlich so ein bisschen, ich versuche hier gerade diesen kleinen Winsel hier mal ein bisschen, zumindest das Grobe, mal so ein bisschen sauber zu kriegen. Frau Beautyhexe hatte mir ja unter eine Video geschrieben, dass man das Ding auch einfach waschen kann. Ja, okay. Werde ich dann auch irgendwann mal tun. So, jetzt habe ich es im Pinsel verteilt. Jetzt ist natürlich die Frage. Aber es geht ja darum, dass ich jetzt vielleicht einen etwas anderen Ton am unteren Wimpernkranz nehmen möchte. Und ich glaube, ich möchte den hier nehmen. Das ist ein ganz bisschen heller. Gucken, ob das hinhaut. Ist auch ein bisschen pinker. Jetzt dich mal benehmen hier. Also ich habe im Winter auch einfach ein bisschen komische, empfindliche Augen. Das ist einfach so. Aber das gibt sich auch immer wieder. Oh, I love it. Und auch wenn das schon intensiv ist, ich finde, es ist immer noch, also es ist ja kein Feuerwehrrot, oder also ne, man sieht es ja im Gegensatz zu meiner Kapuze hier. Ist das hübsch. Oh Gott, ich bin ganz gut. So, machen wir. Ich wollte mein Pinsel gerade abhauen. Wirst du wohl das nachlassen? So, ich habe jetzt keinen hier, wie soll ich sagen, Verblendeton für die Kante und ich glaube, ich brauche auch keinen. Weil das war völlig problemlos. Jetzt muss ich natürlich der Versuchung gleich widerstehen, mir dann ein Rüberchen drüber zu machen. Und ich glaube, ich werde der Versuchung nicht widerstehen. Achso, ich habe jetzt den hier genommen. Das ist hier für den inneren Augenwinkel. Den hier mag ich auch super gern. Das ist der Tapered Smudger von Lady Brushes. Der hat so eine, ist ganz weich und fluffig. Trotzdem hat er Substanz. Und er hat diese ganz feine Spitze. Damit kommt man hier
Überall. In jeder Ecke. Finde ich total gut. Also ist das eine geile Farbe oder ist das eine geile Farbe? Bäm. Ich könnte natürlich jetzt hier noch am Außenwinkel noch mal ein bisschen mit so einem... Die haben hier sehr... Also drei Brauntöne, die... Also man könnte sich natürlich denken, kann man die, sind die austauschbar? Das eine ist sehr rot. Dann haben wir einfach schokoladenwarm. Und dann eher so kaffeekühl. Also das ist... ein bisschen, ich gehe mal in den ganz, oha, bin jetzt hier in den äußersten gegangen, hoppla, dachte wir verdunkeln uns das hier nochmal so ein bisschen, ja das geht, dann würde ich sagen, sind wir mit Ömchen hier erstmal durch. Und jetzt möchte ich natürlich noch was darüber machen, weil ich so bin. Und jetzt möchte ich natürlich gerne, also das wollte ich von Anfang an sofort ausprobieren, und zwar von Shiseido habe ich hier Aura Dew. So, also das Ding heißt einfach nur Aura Dew. Also Dew. Also das ist der Tau. Aura ist... Das ist der Morgentau. Das ist der Morgen, oder? Ne? Meine ich. Auf jeden Fall in der Solar 0, also 02, soll man überall drauf machen können. Ich meine, wenn man das, ich meine, man sieht das ja, ne? So viel ist nicht drin, aber das Ding wiegt eine Tonne. Kann ja ein Einbrecher mit erschlagen. Und. Das. Nicht das Deckelchen hier vergessen. Mache ich gleich. So, ich. Schreib mir das mal mit den Fingern. Dann gucken wir mal. Oh, das ist so Feenglitzer. Also es ist schon Glitzer, aber so ganz raffiniert. Hatte wahrscheinlich auch einen raffinierten Preis, das Ding. Okay, also wir haben praktisch keine Aufhellung oder Farbveränderung, sondern wir haben wirklich nur hier drauf wirkt, also auf einem Rotton wirkt das relativ farbneutral bis fast schon silbrig, aber wenn man hier so an die Finger guckt, das ist schon Champagner, ne? Also das Champagner bis golden sogar. So, mache ich ganz schnell wieder zu. 4,8 Gramm sind da drin, das ist nicht so wenig, das geht. Das finde ich mega. Sehr hübsch. Aber das lasse ich jetzt auch so. Ich finde es schön, dass ich die Farbe des Lidschattens nicht großartig verändert habe. Sag mal, Auge, kannst du mal aufhören, hier die Drama Queen zu mimen? Das nervt wie Sau. Vor allem, es brennt nicht. Es tränt einfach nur. Es macht einfach nur so vor sich hin. Jetzt können wir ja noch ein bisschen. Also hör mal. So. Ich lasse jetzt die Augen erstmal Augen sein. Also dieser Topper. Super gut. Langsam wird das auch draußen hell. Das ist so auch was Gutes. So, jetzt habe ich hier mein angefeuchtetes Schwämmchen, dass ich wieder wegtue, weil wir noch einen Primer benutzen wollen. Ich nehme heute mal den hier. Auch wenn wir ja nun im Grunde genommen eigentlich jedes bisschen Feuchtigkeit gebrauchen können. Übrigens macht er das hier.
Seht ihr das? Das ist so ein angetrocknetes Dingi dann. Das kann ich dann, kann ich mir dann überlegen, was ich damit mache. Ich lege das mal hier ab. Mal gucken, wie der mit der Zoeva funktioniert. Also gut eingecremt bin ich ja. Ich habe ja diese Feuchtigkeitsmaske gestern Abend gemacht und jetzt gucken wir einfach mal. Weil, also ich weiß, dass ich den im Sommer 2018 war, das glaube ich. Ich meine, so viel habe ich mich doch nicht geschminkt, aber eigentlich mochte ich das da ganz gerne. Und der setzt sich schön in Poren. Also es ist so ein, da steht nicht mattierend und da steht auch nicht Pore-Filling, soweit ich weiß. Da steht einfach nur Perfecting Primer. Nun ist es halt so ein kleiner Silikonbursche. So, Lichtschutzfaktor habe ich auch schon in der Tagespflege. Und darauf machen wir jetzt die zu ihr. Ja. Weil wir es können. So. Ich finde, die sieht so schlank aus. Das sind aber trotzdem 30 ml. Ein Pump-Hub ist bei mir schon fast ein bisschen viel, aber wir können ihn ja mit Hilfe des Schwamms zum Glück ganz gut verteilen. Aua, ich habe mir selber am Ohrring gezogen. Großartige Leistung, gut gemacht. Ich merke jetzt schon, dass das irgendwie nicht so leicht sich verteilen lässt wie mit dem hier. Aber ich gebe alles. Ja, mal gucken, wie sich das so über den Tag benimmt. Ich meine, man muss ja alles mal ausprobiert haben. Also es ist noch lebendig, aber mit dem anderen Primer ist es ein bisschen mehr leuchtig. Ich habe gestern bei der Arbeit, vorgestern, ich sitze auf einem normalen Stuhl, meine Kollegin auf dem Drehstuhl, und ich habe mich halt auf meinem Stuhl so ein bisschen so oder so gesetzt, weil ich halt ein Selfie machen wollte für Instagram. Und dann gucke ich und dann wundere ich mich, was sich da im Hintergrund bewegt, und dann ist das meine Kollegin auf ihrem Drehstuhl, die mich nachmacht, die mich nachmacht, weil sie sich dreht und dann so macht irgendwie, ne? Und dann sagt sie, was zur Hölle treibst du da eigentlich? Und ich musste schon so lachen. Und dann habe ich sie todernst angeguckt und habe gesagt, aber es wäre doch eine Verschwendung, das nicht zu tun. Ich habe so gelacht. Ich habe das bis zum Nicht habe ich es geschafft, nicht zu lachen. Aber das war es dann auch schon. So, jetzt kommt hier hauptsächlich Grün raus. Ich möchte aber auch noch ein bisschen Weiß und Rosa. Ach so, ja, ich habe hier von Catrice den Genderless, also 1001 Makeup Has No Gender Color Correcting Luminizer habe ich hier. Weil es mit dem Marshmallow Puder und auch mit dem, ich weiß gar nicht, mit welchem ich die Zoeva jetzt noch ausprobiert habe, aber das, also mattes Puder ist gerade nicht. Also normales mattes. Ich habe keinen Concealer benutzt, aber ich war noch nicht an dem Auge mit dem Puder. Das heißt, wir können das gleich noch machen. Ich habe ja auch einen neuen Concealer. So. Scheiße. Ja, das ist ein leichteres Puder. Ich denke, das geht ganz gut. Ich habe ja noch den hier geschenkt bekommen. In der Farbe 320 Porcelain. Freue ich mich drüber. Und den machen wir uns jetzt unter das Auge. Aber nur, oh, der hat auch so ein Riesenfüßchen. Aber nur, also ich habe gestern schon einen ganz kleinen Tupfer auf den Handrücken gegeben und konnte mir praktisch den ganzen Handrücken damit eincremen. Das heißt,
Wir sind jetzt hier mal ein bisschen vorsichtig. Weil ich nicht weiß, wie feuchtigkeitsspendend er ist oder nicht oder was auch immer. Ob ich jetzt aussehe, als wäre ich 100 Jahre alt und am Auge. Also er ließ sich ganz gut verteilen. Das hat jetzt... Ja, geht, ne? Farbe ist tippitoppi, brauchen wir überhaupt nichts zu sagen. Und jetzt gehe ich mal mit dem hier einmal so hier in den Deckel rein. Hier ist nämlich noch ein bisschen was. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Yay! An jeden Schritt gedacht. An jeden Schritt gedacht. So sieht das Ding aus. Mache ich ganz gerne. So, jetzt fehlt uns noch, genau, ich habe mir den hier rausgesucht, das war auch in der Post und ich denke, also das Rouge wird passen, weil das Pfirsich ist und Pfirsich geht bei mir, habe ich das Gefühl, geht immer grundsätzlich zu allem. Beim Rest müssen wir mal gucken, so bei dem Bronze habe ich, glaube ich, muss ich, glaube ich, sehr vorsichtig sein, denn der hat ordentlich Bums. Dafür nehme ich von BH Cosmetics die 2. Und dann gucken wir mal. Der ist nämlich weich. Oha. Oha. Geht, ne? Also im Display sieht es wilder aus als hier. Aber ich muss echt vorsichtig sein. Also ich muss auf der einen Seite natürlich gleichmäßig Farbe auf dem Pinsel haben und auf der anderen Seite nicht zu viel. So, Sitzplatz aus hier. Oha, guck mal, was ich da gemacht habe. Seht ihr das? Das ist ja nicht so gut. Nö, da wohnt er jetzt. Shit! Das hat er gemacht. Okay, ich glaube, der Bronzer ist ein bisschen zu doll für mich. Ja, ich glaube, also der ist einfach zu pigmentiert für mich. Das gibt es. Wenn man so einen zarten Hautton hat wie ich, dann gibt es tatsächlich Bronzer, die zu pigmentiert sind. Das ist dann so schwierig, damit zu arbeiten, finde ich. Also da fehlt mir der Skill, ne? Um es mal auf den Punkt zu bringen. Also ich glaube, es geht. Aber es ist anstrengend, das wollte ich damit sagen. So, und jetzt probieren wir aber noch das Rouge. Dann nehme ich jetzt mal, also wenn der genauso pigmentiert ist wie sein Kollege, bin ich da jetzt auch erstmal vorsichtig. Da habe ich hier von Oma den hier. Da steht einfach nur Brush drauf, das finde ich auch sehr, finde ich auch schön. Also die Fändchen sind nicht zu klein, finde ich, also man kommt da schon ganz gut rein. Aber ihr seht hier dran, glaube ich, wie weich das gepresst ist. Also da kommt schon was bei längs. Oh, aber die Farbe ist schön. Die möchte ich behalten. Oh, das sieht... Oh. Jetzt habe ich mehr drauf gemacht, als ich irgendwie... La, la, la. Aber seht ihr, dass die nicht ganz matt sind, die Sachen? Also die lassen sich sehr schön, ich möchte fast sagen, aufpolieren.
auftragen und polieren. Sehr gut. Lasse ich das jetzt so? Oder gebe ich nochmal... Ich meine, da ist auch ein Highlighter drin. Ne? Dann nehmen wir jetzt auch noch den Highlighter. Gut, dass die Augen so dunkel sind. Sonst hätte ich hier... Hätte ich hier an den Wangen echt... Echt ein Problem. Gut, aber wir nehmen jetzt noch den Highlighter da drüber. Was soll der jetzt? Dann nehme ich den Rouge-Pinsel für. Denn ich trage Highlighter ja nicht so punktiert auf, sondern eher so als Glasur. Ich glaube, Glasur ist das richtige Wort. Schatz. Ich habe den, glaube ich, sogar noch abgeklopft, oder? Ich meine, das sieht schön aus, ne? Versteht mich nicht falsch. Aber das ist mir jetzt gerade, finde ich es ein bisschen... Also man sieht das Produkt auf der Wange, ne? Oh, war ja die Katze. Wir müssen das hier gleich noch zu Ende bringen. Ja, sie ist wach. Ich finde den Look so lustig, weil das hier so grufti ist. Für, also alltagsgrufti, sage ich mal. Und hier ist so Sommer-Beach-Babe. Ja, aber da kann ich jetzt auch mit dem Puderpinsel rumblenden, was ich will. Was drauf ist, ist drauf. Ne? Das ist dann so. Sieht sehr hübsch aus, finde ich. Also auch im Licht im Flur fand ich das ganz gut, aber... Ja, vorsichtig damit sein. Das Puder finde ich auch gut auf der Foundation. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie die sich mit dem Primer verträgt. Eigentlich sollte sie sich damit vertragen. Das ist ein Silikonprimer. Das sollte eigentlich funktionieren. Ah, Nase gefällt mir gerade nicht so gut, aber das... Also dafür ist meine Kameraauflösung nicht gut genug. Bei anderen Leuten sieht man das, was sie meinen. Bei mir nicht so. Ja, also ich würde mal sagen, wir haben eine starke Wange. Wir haben ein intensives Auge, an dem wir noch mal ein bisschen rumblenden können, finde ich. Also hier so. Und dann bin ich eigentlich auch schon bin ich zufrieden. Ist auch ein wilder Markenmix, ne? Wir haben L'Oreal, wir haben, gut, Drogerie haben wir halt, wir haben zu Eva, dann haben wir haben Catrice, wir haben Manhattan, wir haben Shiseido, wir haben Real Her, wo ich nicht viel drüber weiß, dann haben wir Essence. Das ist immer bunt hier, ne? Das Licht an der Post. Das muss man ja einfach mal so sagen. Gut, dann erledige ich hier zu Hause mal den Rest und mache mich dann mal auf den Weg zur Arbeit. Und wir sehen uns dann morgen, denke ich mal. Bis dann!